alles sehr, sehr lecker aus, was man hier so sieht. Echt so ein richtig typischer italienischer Markt, leckere Sachen, sieht gut aus. Jolle. Aber letztendlich ist doch jeder Markt wie der andere. Überall das Gleiche. Zwar nett und original, aber wird dann auch ein bisschen langweilig. Na gut, vielleicht finde ich noch einen schönen Hut. Mille grazie. Lustig, nachdem jetzt vier Kellner ungefähr dreimal da waren, haben sie, glaube ich, endlich verstanden, was ich wollte. Ich habe es auf Italienisch, Spanisch und Englisch probiert. Es müsste eigentlich reichen. Lustig, diese Italiener hier. Herr, ja. Wo sind wir hier? Valletta. Wir sind in Malta. Ah, ja, ja, ja. Also eigentlich wollten wir nur gemütlich erstmal ein Käffchen trinken gehen, erstmal ankommen, aber wir werden hier gleich von Taxifahrern penetriert, ne? Ja, richtig. I make a special price. You want a special price? I can make a special price. What do you want? I show you the city. I show you everything. Leute, erstmal runterkommen. So. And we're climbing the stairway to Malta. Ooh, ooh, ooh. Das ist ja irre. Ich dachte, die Band hätte sich aufgelöst. Allerdings sieht die Bühne ein bisschen spärlich aus. Ich hätte mehr erwartet. Hier ist überall Kirchenalarm. Überall Kirchen. Unglaublich. Wenigstens haben wir unser ruhiges Plätzchen gefunden. So, wir haben hier wirklich eine ganz nette Kneipe gefunden. Ganz herrlich. Schön auch weiter und wieder tolle, nette Leute kennengelernt. Der nette Herr hier stellt sich gleich mal vor. My name is Leonard and I live in Malta and I like to sing. I will be 80 years of age in 2 months' time. But I love to sing. I sing only English and Italian songs and I love it. Thanks to this young man, Oliver, that he let me sing for him. He is a nice guy. I like him. My heart would never and ever as big as I wonder, 'cause it was fiesta. It happened to be in south of the border, down Mexico way. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Caramba, caballero. Thank you very much, Leonard. Thank you very much. Okay, buddy. Ja, wir haben wieder wirklich den tollsten Ort der Stadt getroffen. Also echt herrliche Bar hier am Busbahnhof. Klasse, ganz herrlich. Yeah, making a video for my family. So, I come back next year. Where are you from? I'm from Hamburg. Hamburg, you're welcome. Yo, welcome. Schöner Trip, ne? Ja, war super. Ja, wir können sagen, wir waren dabei. Wir haben mit den Menschen aus Malta gesprochen. 80 Jahre und kein bisschen leise. Herrlich. Also wenn ihr in Malta seid, geht zum Busbahnhof. Da sind die herrlichsten Kneipen mit den nettesten Leuten. Und die Ukulele nicht vergessen. Niemals ohne. Yassou und Kalimera aus Naxos. Ja, wir sind da nur, ich glaube, 2 Stunden oder sowas da. Also es bleibt echt nur Zeit für nötigste Einkäufe, bisschen Internet. Man muss ja auch ein bisschen arbeiten nebenbei, aber zumindest habe ich endlich mal wieder einen leckeren Frappé getrunken. Allerdings musste ich heute auch etwas kaufen und das ist ein Zeichen fürs Älterwerden. Ich glaube das kaum. Ich musste mir eine Lesebrille kaufen. Verdammt, wenigstens ist jetzt alles wieder scharf. Okay. Ja, ich habe gerade hier meine Qualitäten als Fremdenführer entdeckt. Ich habe gerade tatsächlich Herrn Markus B. entdeckt. Hier auf Mykonos. Sind Sie das erste Mal hier? Ja, 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 ja. Sie machen eine Europatournee, ne? Ja, 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 ja. Das finde ich ja toll. Und spielen Sie hier in Mykonos? Und spielen Sie hier auch? Ja, morgen wieder. Ja? Direkt am Pool. Wenn Sie einfach weiter gerade durchgehen möchten, da kommt sie dann gleich in die
in die Scandinavian Bar. Ja, noch ein kleines Stück, gleich haben wir es. Dann läuft der nur Upper, oder? Das Scandinavian Bar und Bee Gees. Ja, Upper ist Disco, unten ist Bar. Nee, ich meine Upper und Bee Gees. Skandinavische Bands. Upper. Er meint Upper, wovon spricht dieser Mann? So, und wenn Sie jetzt da vorne, sehen Sie schon das Schild. Es zeigt nach rechts. Ich kann auch mal vorgehen, um Ihnen den Weg zu weisen. Sehen Sie, Sie müssen hier lang gehen. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist für mich Griechenland. Hier, guck dir das an. Retsina und Bauernsalat. Herrlich. Also ich bin natürlich nicht der Einzige, der mitgekriegt hat, was für ein schönes Plätzchen das hier ist. Mittlerweile gesellen sich tatsächlich die ersten Prominenten zu mir. Rache Heck. Markus B. ist at the pier. Ja. Hier, und was hat das? In Santorin. Und was hast du dir bestellt? Ein Bauernsalat. Das lecker. Einzig wahr. Mmh. Und hier, der Herr Heck hat das wahre Getränk gefunden. Ja, dann gleich mal hier. Wo ist dein Glas? Stößchen. Stößchen. Es ist so lecker. So lecker. Ich sage nochmal ein herzliches Hellas aus Santorini.